Gigi Birofio und Dana Feist trennten sich nur kurz nach ihrer Sommerhausteilnahme. Doch jetzt kommt die Frage auf, haben sich die beiden in Wirklichkeit gar nicht getrennt? Schluss, aus, vorbei. Zwar schwärmte Gigi Birofio eben noch im Sommerhaus, wie verliebt er in seine Perle sei, doch jetzt ist die Love Story mit Dana Feist plötzlich Geschichte, angeblich trennte sie sich, weil er fremd ging. Er war mir untreu und das zu 100%, jammert Dana im RTL-Interview. Gleich mehrere Male soll Gigi sie während ihrer gerade mal einjährigen Beziehung betrogen haben. Ist die Trennung von Dana und Gigi doch nur Fake? Gigi, der sich bekanntlich gerne als Casanova sieht, streitet, natürlich, alles ab, soll aber von den Behauptungen so schwer enttäuscht sein, dass er gleich mal alle Pärchenfotos bei Instagram gelöscht hat. Klarer Fall, oder? Einige von Gigis Followern wollen ihm die Trennungsstory nicht abkaufen, Fake News, kommentieren sie, und vermuten, dass eher ein plumper PR-Stunt dahinter steckt, also, dass die ganze Aktion nur dazu dienen soll, um Aufmerksamkeit zu generieren. Denn Gigi braucht nach seinem Kurzbesuch im Sommerhaus dringend ein neues TV-Projekt. Und was würde jetzt besser passen als prominent getrennt? In der Show kämpfen Ex-Paare in gemeinsamen Challenges um eine fünfstellige Siegerprämie. Für Gigi ein Heimspiel, 2022 trat er mit seiner Ex-Freundin Michelle schon einmal an. Die Sendung läuft praktisch erweise bei RTL, quasi Gigis Hauptarbeitgeber. Und so viel ist sicher, von dem wird er sich bestimmt nicht so schnell trennen.